hatte kein Herz. Aber er konnte trotzdem aufstehen. Genauso stand es in der Seite. Das half mir gegen ihn. Er ist einfach verschwunden. Was zum Teufel geht hier vor sich? Wir müssen es rausfinden, wenn wir... Saga war wieder am Cauldron Lake. Saga musste Nightingale verfolgen. In den Übergang. Einen Weg hineinzufinden würde schwierig sein. Ein Ritual. Saga würde lernen, wie das Monster aufhalten. Was wir gerade gesehen haben, lässt sich nicht rational erklären. Ich würde es ja gerne auf eine Halluzination schieben, aber wir wissen beide, dass das Blödsinn ist. Das war etwas Übernatürliches. Gut, dass Sie das gesagt haben. Jetzt können wir nach einer Lösung suchen. Vor dem ganzen Chaos ist Sheriff Breaker einfach verschwunden. Vielleicht wusste der Sheriff mehr, als er zugab. Er wirkte so, als hätte er sich vor dem gefürchtet, was kommen würde. Ein weiteres Mysterium. Das Opfer eines Ritualmordes verwandelt sich in ein Monster. Gibt es da einen Zusammenhang? Sieht so aus, als würde der Kult des Baumes Rituale durchführen, um Monster zu erschaffen. Vielleicht. Wir müssen herausfinden, welches Ziel dieser Kult verfolgt. Sieht falsch aus. Ja. Ein toter Mann hat sich in ein Monster verwandelt. Licht scheint dagegen Wirkung zu zeigen. Seiten sagen die Zukunft vorher. Es gibt keine rationale Erklärung. Wir müssen diesen Fall unbedingt knacken. Laut der Seite ist Nightingale wieder am Cauldron Lake. Er soll ein Besessener sein. Wir müssen dorthin und ihn aufhalten, bevor jemand verletzt wird. Okay. Wir haben Schüsse gehört. Alles okay? Waren die Leichen zu viel für Sie? Sheriff Breaker ist verschwunden. Nightingale hat sich in ein Monster verwandelt und einige Officer sind verletzt. Sie kümmern sich darum. Wir müssen sofort zurück zum Cauldron Lake. Scheiße. Das ist schrecklich. Wir tun, was wir können, Ma'am. Aber das ist doch verrückt, Thornton. Nightingales Herz fehlte. Wie konnte er etwas tun? Er ist doch tot. Schönes Pärchen. Bis die Tage. Nightingale und dieser Kult sind gefährlich. Wir müssen uns vorbereiten, falls es noch weiter eskalieren sollte. Kannst du es melden, Casey? Gute Entscheidung, Anderson. Agent Casey spricht. Ja, wir brauchen Verstärkung. In Bright Falls. Alle, die sie entbehren können. Sofort. Und Sie glauben, dass wir Nightingale am See finden? Die Seiten lagen bisher nie falsch. Der Verfasser dieser Seite könnte uns an der Nase herumführen. Ja,
Aber das ist unsere beste Spur. Ich sehe mich schnell um. Wir treffen uns beim Auto wieder. Bis bald. Hi. Haben Sie die Stadt erkundet, Anderson? Ich hole nur meine Sachen. Bereit? Ich warte auf Sie. Ich will ehrlich sein, Anderson. Ich weiß, warum Nightingale vor 13 Jahren hier war. Er verfolgte einen Schriftsteller, Alan Wake. Tammy erwähnte ihn. Sie schreibt ein Buch über sein Verschwinden. Sie kennen ja den Detective aus seinen Büchern, Alex Casey. Ja, ich habe die Witze im Büro gehört. Cold Case Casey, Murder Case Casey. Sorry. Haha, gleicher Name, gleicher Job. Jeder hat immer dasselbe gedacht. Es hat genervt, aber mehr auch nicht. Und vor 10 Jahren erhielt ich dann plötzlich diese Briefe. Prosa-Fragmente, die Morde beschrieben. Sie haben doch gehört, was in New York passiert ist. Zumindest einen Teil davon. Immer mehr Leichen tauchten auf. Ein mörderischer Kult. Wie sich herausstellte, stammten die Fragmente aus Alan Wakes Krimis. Der Kult kopierte die Morde aus den Büchern. Sie dachten, dass sie ein Ritual durchführten, um Wake zurückzubringen. Ihr imaginärer Prophet. Nach diesem Fall befasste ich mich nebenbei mit Wakes Verschwinden. Und Sie dachten, dieser Fall hätte mit ihm zu tun? Sein Name taucht immer wieder auf. Ich wollte nur, dass Sie alle Fakten kennen. Nächstes Mal überlassen Sie mir, bevor wir uns in einer Horrorgeschichte wiederfinden. Laut der Seite hält sich Nightingale in einem sogenannten Übergang auf. Ich muss rausfinden, was das genau ist. Ich bin froh, dass ich dafür nicht verantwortlich bin. Thanks. Beginnen wir am Tatort mit der Suche nach Nightingale. Der Autor dieser Seiten weiß, was passieren wird. Steckt die Person hinter all dem? Oder sieht sie die Zukunft? Hier passieren unmögliche Dinge. Eine Welt mit anderen Gesetzen. Ich muss diese merkwürdige Logik verstehen, um die Hinweise zu verstehen und den Fall zu lösen. Ich habe noch einmal über den Kult des Baumes nachgedacht. Welcher Kult bezeichnet sich schon selbst als solcher? Normalerweise tun sie das nicht. Wir haben noch keinen vollständigen Überblick. Hey! Hallo! Wie geht's euch? Diese Absperrschilder sind... Hallo, Saga Anderson. Sollten Sie überhaupt hier sein? Ich bin Ilmo Koskela. Freut mich sehr. Und ja, ich zeige Steven hier den Wald. Er erledigt wichtiges Regierungszeug in der Stadt. Repariert dieses tolle Gerät. Ich arbeite für das FBC, Ma'am. Ich darf hier sein. Und Sie sind sicher wegen des Mordes hier. Echt heftig. Wie geht's voran? Wie haben Sie vom Mord erfahren, Imo? Haben Sie was, das uns weiterhelfen könnte? Die Leute plaudern gern mit mir. Die Koskela-Brüder sind bekannt hier in der Gegend. Da fällt mir ein, besuchen Sie Watery, wenn Sie Unterhaltung suchen. Ist gleich unten nach Bright Falls. Dort gibt es unsere Coffee World. Ist ein Freizeitpark. Wir haben eine Sauna. Sauna, ja, Wichter. Außerdem gibt es Führung. Sie können jagen, angeln, wandern, was Sie wollen. Es gibt nichts, was wir nicht haben. Was ist das denn?
Nur eine Überwachungsstation, Ma'am. Das Federal Bureau of Control überwacht vulkanische Aktivitäten und Luftqualität. Aber keine Sorge, es dient hauptsächlich zu Forschungszwecken. Das ist ein schöner Pulli, Saga. Nordischer Stil. Den hat bestimmt jemand aus der Familie gemacht. Meine Mutter hat mir diesen Pulli gestrickt. Woher wussten Sie das? Wusste ich's doch. Meine Mama hat diese Pullis für mich und meinen Bruder gestrickt. Was Sie und Ihren Pulli angeht, dachte ich, Sie wären auch aus Finnland. Suomi, Finnland. Pulla. Karjalan piiraka. Fast. Die Familie meiner Mutter stammt ursprünglich aus Schweden. Viel mehr weiß ich leider nicht. Der Pulli ist einfach eine Erinnerung an sie. Steven, wir untersuchen einen Mord in der Nähe. Was können Sie mir über das Büro sagen? Nichts, was nicht geheim wäre, fürchte ich. Aber von einem Mord weiß ich nichts. Die Operationen hier werden von einer anderen Abteilung geleitet. Ich bin nur wegen ein paar Reparaturen hier. Die Verkabelung macht alle paar Monate Probleme. Ja, das sind die Waschbären. Die werden hier richtig groß und haben Zähne. Das glaubt man nicht. Können einfach eine Mülltonne durchbeißen. Gehen wir zum Tatort, Casey. Viele Dinge an diesem Fall bereiten mir Kopfzerbrechen. Aber eine Sache fühlt sich richtig falsch an. Breakers Verschwinden. Ich glaube nicht, dass Nightingale dafür verantwortlich war. Er war gerade dabei, ihnen noch mehr dieser Seiten zu geben. Aber irgendwas wollte das verhindern? Oder hat ihn vor Nightingale beschützt? Eine spontane Selbstentzündung? Ich weiß nicht. Mit so einem Fall hatten wir es noch nie zu tun. Unser Tatort versinkt im Wasser. Regen hat mich noch nie gestört. Fühlt sich an wie zu Hause. Keine Spur von Nightingale. Aber laut der Seite war er beim Cauldron Lake, in einem Übergang. Und wie sollen wir ihm dorthin folgen? Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hinweis. Das Symbol haben wir schon mal gesehen. Gutes Auge. Und wenn wir Nightingale finden? Was dann? Ich habe noch nie ein Monster verhaftet. Sie haben schon genug Monster verhaftet, Anderson. Sie wissen, was ich meine. Richtige Monster. Das Licht in der Leichenhalle hat Wirkung gezeigt. Vielleicht kann man nur so verhindern, dass er noch jemandem wehtut. Monster? Übergänge? Rituale? Was halten Sie von all dem? Normalerweise führen die Killer das Ritual durch, nicht der Detektiv, der seine kranken Fantasien auslebt. Vielleicht will er sie mit hineinziehen und in seine verrückte Welt zwingen. Aber wenn Tote wieder auferstehen, bekommt das Wort Ritual deutlich mehr Gewicht. Wir müssen uns umsehen und herausfinden, was dieses Ritual genau ist. Barfuß. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case. Wird erledigt. Wenn es was gibt, melde ich mich. Die Spuren führen ins Wasser. Wo? Ich spüre etwas. Eine Präsenz. Nightingale ist ganz nah.
sind nicht dieselben Spuren wie vorhin. Sie führen in den Baum hinein und nicht aus ihm heraus. Was ist das? Meine Taschenlampe brannte das dunkle Zeug weg. Darunter war eine weitere Seite. Die Sicherung war an ihrem Platz. Saga betrat die Witch's Hut. Drinnen leuchtet ein helles Licht. Einige Objekte stachen Saga ins Auge, als ob das Licht sie manifestiert hätte. Die Witch's Hut. Okay. Ich vertraue darauf, dass mich die Seiten zum Übergang führen. Das ist die Witch's Hut. Anderson, ich glaube, ich habe etwas im Wald gesehen. Vermutlich nur ein Reh, aber ich sehe es mir an. Okay, ich habe noch eine Seite. Ich folge einer Spur. Ich halte sie auf dem Laufenden. Verstanden. Laut der Seite war die Hütte beleuchtet. Und es wurde eine Sicherung erwähnt. Diese Sicherung ist kaputt. Die sieht gut aus, aber Leute sollten ihren Müll nicht liegen lassen. Noch eine Seite. Ich mache Fortschritte. Das Bild der Hexe auf dem Schild. Saga wandte sich an die Hexe. Die verwischte Linie auf dem Herzen. Den zweiten Teil aus dem Gedächtnis rezitiert. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Saga schob das Herz durch das Loch im Schild. Nightingale ist hier irgendwo am Cauldron Lake. Der Baum war ein Grenzbereich. Dieser Ort und der dunkle Ort. Das ist zu viel für sie. Nächster Halt, Caldera Street Station. Die Schwelle. Eine Art Zugang, der zu Nightingale führt, hat irgendwie mit einem Baum zu tun. Witch's Ladle? Das habe ich alles schon erledigt. Die Seite von der Witch's Hut scheint eine Art Ritual zu beschreiben. Nightingales Herz ist aus der Leichenhalle verschwunden. Wo ist es jetzt? Um zum Übergang zu kommen, muss ich Nightingales Herz finden. Die daraufstehende Zeile und die Zeile auf der Seite zum Schild der Witch's Ladle lesen. Und dann das Herz durch das Loch im Schild schieben.
brauche Nightingales Herz für den Übergang. Wo ist es? Ein Kultist legte sich nahe heran. Er war da, aber er war auferstanden. Nightingale war dort. Das Gegenteil von Sonnenflecken. Wer hat das gesagt? Das ist es nicht. Ich habe nicht alles, was ich brauche, um das Herz zu finden. Es muss mehr geben. Nightingales Herz. Wo ist es? Währenddessen spielten sie im Warenhaus Karten. Die Hexe hatte sein Herz gestohlen. Raus aus meinem Haus. Nightingales Herz liegt in einem Kühlschrank im Warenhaus. Ich muss im Warenhaus nach dem Herz suchen. Casey, ich bin unterwegs zum Warenhaus. Ich glaube, ich weiß, wie ich in den Übergang komme. Verstanden. Ich bin den Spuren eines Quads in den Wald gefolgt und habe mich ein wenig verirrt. Haben Sie sich verlaufen? Ich habe mich erst einmal in meinem Leben den Ort entlassen. Bei meiner Ex-Frau. Ich finde schon einen Weg zurück. Kein Grund zur Sorge. Ein Monster, wie Nightingale. Text auf dem Herzen ist jetzt besser erkennbar und lesbar. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Der Kühlschrank. Das Herz. Ich wusste, dass es hier ist. Als hätte ich es im Traum gesehen. Und jetzt muss ich das Herz der Hexe überreichen. Macht auf jeden Fall Sinn. Casey, in dem Gebiet gibt es Kultisten. Sie sind besessen, wie Nightingale auch. Passen Sie da draußen auf sich auf. Danke für die Warnung. Ich suche noch immer einen Weg zurück. Ihr Orientierungssinn ist miserabel. Ich finde mich mit verbundenen Augen und betrunken in jeder Stadt in Amerika zurecht. Es sind diese verdammten Bäume. Okay, okay. Ich bin unterwegs nach Witch's Ladle. Ich muss ein Ritual ausführen, um den Übergang zu öffnen. Dieser Fall wird immer verrückter. Und aufregender.
dreckige Monster. Die Welle brach auf der anderen Seite des Spiegels herein. Ich habe das Herz dabei, Hexe. Zeig mir den Schrecken. Ich glaube, ich bin im Übergang. Sind Sie noch immer unterwegs? Casey! Casey, do you read me? Logan? Mama, Hilfe! Logan? Wo bist du? Was zum Teufel war das? Logan ist wieder in Virginia. Du bildest dir das alles nur ein. Es wird immer verrückter. Moment mal. Laufe ich wieder zurück? Nein, alles okay. Ich muss weiter. Wiederholt sich alles. Wie in einem Albtraum. Nightingale finden. In over a bad signal. Nightingale's marker. Den Lichtschalter suchen. Zeigen Sie mir den Klicker. Nightingale.
gefällt mir. Ja. Ja. Wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Ich kann mich hören. Ich bin Saga Anderson, FBI. Ich kann Sie hören. Cauldron Lake. Ja, ich bin am Cauldron Lake. Wo sind Sie? Wie soll denn kommen? Ich bin in Gefahr. Das Dunkel. In Gefahr. Danke. Verstanden. Hey! Sind Sie okay? Ah, nein! Ich bin schuld! Er entkam! Mit meinem Gesicht! Scratch! Sir, ganz ruhig. Atmen Sie tief durch. Er hat die Geschichte verändert. Das Dunkel. Wir müssen es aufhalten, bevor... Ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Wie heißen Sie? Ich heiße Alan Wake. Ich bin Autor. Ich war... Wake? Woher kommen Sie? Sie werden seit 13 Jahren vermisst. 13 Jahre.